Alexander Roda Roda, geboren 1872 in Mähren als Schandor Friedrich Rosenfeld, war ein österreichischer Schriftsteller und Publizist. Roda Roda wuchs in Kroatien auf. Dort war sein Vater Leopold Rosenfeld als Gutsverwalter tätig. Die Familie nannte sich inoffiziell Roda, um nicht mit dem jüdischen Familiennamen Rosenfeld Anstoß zu erregen. Nach dem Abbruch eines Studiums der Rechtswissenschaften in Wien verpflichtete sich Roda Roda zu einem 12-jährigen Militärdienst. Im Jahr 1900 erschienen erste Arbeiten von ihm im Simplicissimus. Nach mehreren Disziplinarstrafen ließ sich Roda Roda 1901 als Oberleutnant in die Reserve versetzen. Wegen diverser Verstöße gegen die Offiziersehre wurde er schließlich unter Aberkennung seines Ranges aus der Armee entlassen. Aus dem leuchtend roten Rockfutter seiner Uniform ließ er sich eine Weste schneidern und trug sie beinahe zu allen seiner zahlreichen Auftritte. Sie wurde für Jahrzehnte sein Markenzeichen. 1932 gehörte er zu der Gruppe demokratischer Intellektueller, die Karl von Ossietzky bei Antritt seiner Haftstrafe in Berlin demonstrativ begleiteten. Nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland übersiedelte Roda Roda nach Graz und reiste 1938, wenige Tage vor dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, in die Schweiz aus. Am 1. November 1940 forderten ihn die Schweizer Behörden auf, bis zum Jahresende das Land zu verlassen und untersagten ihm zugleich jede Tätigkeit für schweizerische Medien. Roda Roda emigrierte in die USA. Dort blieben allerdings die Bemühungen des mittlerweile 70-Jährigen um einen schriftstellerischen Broterwerb ohne größeren Erfolg. 1945 starb Roda Roda, 73-jährig, in New York. Ich lese aus dem großen Roda Roda Lesebuch. Malerei. Immer wieder bitten mich Freunde vom Land, sie in das Wesen der Malerei einzuführen. Hier ein dünner Leitfaden. Allgemeines. Die Malerei ist eine Handfertigkeit, die vorgibt, ebene Flächen durch Aufpinseln von Farbe ziehen zu können. Um die Preisspanne zwischen blanken und bepinselten Flächen etwas zu steigern, bezeichnen interessierte Kreise oben erwähnte Geschicklichkeit gerne als einen Zweig der Kunst. Ohne zu bedenken, dass die willkürliche Ausdehnung des Begriffes Kunst nicht ungefährlich ist. Morgen könnte vielleicht mit dem gleichen Recht die Musik mit ebensolchen Ansprüchen auftreten. Man kann Öl malen, Aquarell, Pastell, Gouache und Tempera. Auf Leinwand, Papier, Pappe, Holz und Mörtel. Am billigsten ist Pappe. Sie ist als Malgrund sehr sympathisch, schon weil ihr Format nicht ausgedehnt werden kann. Die Fachbildung der Maler geschieht auf Akademien und kunstgewerblichen Schulen. Sehr wichtig sind Privatschulen, wenn auch nicht so sehr als Bildungsstätten, wie als die den Malersleuten eigentümliche Form der Polygamie. Die Maler leben bald paarweise, bald scharenweise am Rande der Großstadt, auf die private Wohltätigkeit angewiesen, nagend am Bettelstab. Sie kaufen einander gegenseitig die Bilder ab, um sie zu übermalen, da Gemälde immer noch billiger sind als Leinwand. Endlich, wie reinigt man Bilder?
Bei Pastellen wird ein Teppichklopfer genügen. Aquarelle wäscht man mit heißem Wasser und Seife, Ölgemälde mit einer Mischung von Terpentin und rauchender Schwefelsäure zu gleichen Teilen. Bleistiftzeichnungen sind am einfachsten zu reinigen. Mit Radiergummi. Nötigenfalls helfe man mit einem scharfen Messer nach. Man hänge ein Bild so auf, dass des Malers Signum rechts unten bleibt und ist dann beinahe sicher, nicht verkehrt gehängt zu haben. Doch kann man moderne Gemälde ohne Schaden für die künstlerische Wirkung als Quer- oder Längsformat gebrauchen, je nachdem, ob die zu schmückende Wand schmal oder breit ist. Roda Roda war der Meinung, man kaufe nur gerahmte Bilder. Rahmen sind unter allen Umständen eine vorteilhafte Kapitalanlage, da sie im Preis immerfort steigen. Man kann einen schönen Rahmen auch stets für wenig Geld neu füllen lassen, wenn einem das alte Sujet nicht mehr gefällt. Oh,